Wir als Freie Wähler stehen für ein echtes Europa der Bürger und Regionen. Das heißt, alles, was in Brüssel entschieden wird, muss wirklich verankert, vererdet werden in der Region. Und dafür wirklich einzustehen, nicht nur irgendwo in Sonntagsreden davon zu sprechen, ist Aufgabe der Freien Wähler. Bayern ist ein Land im Herzen Europas und an der Schlüsselstelle zwischen Ost und West haben wir auch eine Funktion als Brückenbauerland, die ich sehr ernst nehme. Das heißt, nicht nur die Kontakte zu unseren Nachbarn in Tschechien und Österreich, sondern im Gesamten ein Bindeglied zu sein in einem Europa, das wieder lernen muss, mehr miteinander statt übereinander zu reden. Als Mitglied des Europäischen Ausschusses der Regionen weiß ich auch, wie sehr Regionen in Europa für Vielfalt stehen. Und unser Anliegen ist es, Europa als ein gemeinsames Projekt zu sehen, aber nicht als ein Projekt der Gleichmacherei. Das heißt, wir wollen durch die Stärkung der Regionen auch die Vielfalt in Europa in all ihren Facetten erhalten. Wir als Freie Wähler stehen für eine echte Beteiligung der jungen Menschen in Bayern auf allen politischen Ebenen. Eine Kernforderung ist dabei das Jubelpaket. Jubel steht für Jugendbeteiligung auf Landesebene. Und da geht es zum einen darum, das Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre abzusenken und das Ganze zu begleiten durch eine Vielzahl an Maßnahmen, die politische Bildung innerhalb und außerhalb der Schulen garantieren. Also ein Rüstzeug für die junge Generation, um mitreden zu können, weil wir sehen, dass die jungen Menschen in Bayern mitreden wollen. Einer meiner Lieblingsorte ist die Burg in Kallmünz, schon seit Kindheit eigentlich. Ein Ort, von dem aus man einen wunderbaren Blick über den nördlichen Landkreis Regensburg, das Nabtal, hat. Ein Ort, der zu Abenteuern einlädt, also auch meine Kinder lieben das total. Aber auch ein Ort, an dem man die Geschichte sehr stark und gut atmen kann, die wir hier im Landkreis Regensburg haben. Heimat, ja, als jemand, der viel gereist ist, der in Brüssel war, in Straßburg, in Berlin, ist klar, man kann sich sehr an sehr vielen Orten zu Hause fühlen, aber daheim fühlt man sich nur in der Heimat und das merkt man auch im Herzen. Bayern in 20 Jahren erhält sich das, was wertvoll ist, die Vielfalt, die Tradition, die bayerische Lebensart. Bayern geht aber auch mit der Zeit da, wo es notwendig ist. Das heißt, Tradition und Moderne einfach in einem zusammengepackt. Mein Weg in den Landtag, der war eine Überraschung für mich. Der war nicht geplant. Es hat sich angeboten zu kandidieren. Und dann habe ich die Wahl quasi gewonnen. Aber politisch engagiert bin ich eigentlich schon seit Jugendjahren. Ich war Jugendbeauftragter bei mir in der Gemeinde. Ich war in der katholischen Jugendarbeit aktiv. Also dieses Politische, das habe ich, glaube ich, schon irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen. Am meisten Spaß macht mir die Arbeit mit den Menschen. Die sind ja im Grunde die Auftraggeber in der Politik, die haben mich gewählt und egal was ich tue, immer habe ich mit Menschen zu tun, mit ihren Problemen, mit den Charakteren. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung, jeden Tag aufs Neue. Bayern ist Lebensgefühl, Bayern ist mein Herz, in Bayern bin ich daheim. Das ist, da ist man einfach. Ja. Die wichtigste Eigenschaft. Ich glaube, Interesse an allem und jedem. Das heißt, egal was kommt, man muss sich immer dem neuen Thema und dem neuen Menschen widmen. Bei mir daheim. Für meine persönliche Zukunft wünsche ich mir, dass mir meine Aufgabe als Mitglied des Bayerischen Landtags weiterhin so viel Spaß macht, wie es aktuell Freude bereitet. Und dass auch der europäische Part weiterhin erhalten bleibt, weil gerade diese Mischung von Heimat und Europa, also dieses Internationale, ist ein wunderbares Themen- und Spielfeld.